Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pack to Glory mit und von Zalando 7 Games. Wir haben jetzt hier die Squad Battles. Vier Gegner stehen da, stehen bereit und wie in der letzten Folge gesagt, werden wir jetzt gegen die spielen. Das Team haben wir mit Acosta aufgewertet, ein Spieler ist dazugekommen. Ich konnte dank der Top-Partie, die rausgekommen ist, noch ein paar Münzen ergattern. Und mit diesen Münzen werden wir dann gleich, nachdem wir zwei Partien gemacht haben, unser Team auch nochmal verbessern. Das kommt dann aber dann am Ende der Folge. Und jetzt schauen wir erstmal rein, wie die Spiele so laufen. Auch hier wieder ohne sozusagen Ton oder Kommentar, sondern einfach nur die Bilder. Und am Ende melde ich mich dann zum Pack-Opening zurück. Bis gleich. We'll be right back.
Leider haben wir es nicht geschafft, beide Spiele zu gewinnen. Das erste Spiel konnten wir noch 3-1 gewinnen, das zweite haben wir dann doch deutlich 3-0 verloren. Da sieht man einfach, mit dem Bronze-Team ist es schon extrem schwer. Vor allem Stürmer ist es da schwer, wenn man die Bewegung nicht so da ist, auch die Schussgenauigkeit nicht so da ist. Naja, letztendlich im zweiten Spiel der Elfmeter war der Knackpunkt, das hat uns sozusagen nochmal rausgeworfen. Aber so ist das dann halt. Wir haben jetzt ja noch zwei Spiele offen, die werden wir dann in der nächsten Folge machen. Machen jetzt aber hier noch eben das Pack Opening. Das heißt, wir öffnen hier nochmal zwei Silberpacks, zwei Silberspielersets. Davon gibt es nämlich noch zwei. Die beiden öffnen wir jetzt und dann schauen wir mal, welche zwei Spieler uns hier weiterhelfen können im Team. Hoffentlich ist ein vernünftiger Stürmer dabei. Und es ist ein ZDM, TT. Gute Werte für ein ZDM, Tempo, Defensive, Physisch, sieht alles sehr gut aus, aber wir wollten ja eigentlich lieber einen Stürmer haben. Was haben wir denn hier noch? Rocha, relativ schnell, RV, einen Stürmer haben wir hier, Stepinski, aber auch von den Werten ja nicht so überragend, ein Rechtsverteidiger wieder, ein ZM, ein Torwart, ein RF, ein LM, noch ein Stürmer. Noch ein Stürmer und noch ein Stürmer. Also Stürmer sind einige da, aber alle von den Werten leider nicht so überragend. Was sind das denn für Ligen hier? Ja, passt auch nicht alles so wirklich zusammen. Leider Gottes. Wen nehmen wir denn da? Sollen wir vielleicht den Torwart nehmen? Verbessern wir unseren Torhüter? Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir nehmen hier Irwin, den Torhüter. Der kommt in unsere Mannschaft. Clint. Und verbessern einmal den Torhüter, dass wir jedenfalls hinten schon mal was Besseres haben. So, du kommst dafür, beziehungsweise nicht du, du kommst hier dafür in den Verein. Der Rest, wie schon gesagt, alles in dem Verein. Nur einen Spieler dürfen wir auswählen für unser Team. Und dann öffnen wir jetzt das zweite Pack und hoffen natürlich, dass hier ein Stürmer drin ist. Stürmer, Stürmer, seltener Stürmer. ZOM, aber ZOM ist auch wichtig. Der könnte wirklich gut passen. Aber ich sehe schon, unsere Chemie wird sowas von dermaßen zerstört. Das passt ja gar nicht, was hier zusammenkommt. Innenverteidiger, Innenverteidiger, noch ein ZDM. Was ist denn das für eine Mannschaft? Führt. Was haben die denn für ein Leben? Alter, Alter. Noch ein ZDM, Innenverteidiger, LM, noch ein LM. RV und dann ein Stürmer, der eigentlich ja, ganz okay, aber auch nicht so überragend aussieht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier Enobakade, White Enobakade, Spezialbewegung sogar 4 Sterne, richtig nice. Also der könnte richtig einschlagen. Tempo 83 überragend, Schießen 60 nicht so stark, aber Dribbling 70 ist auch wieder gut. Okay, junger Mann, du darfst in unser Team kommen. Dafür haben wir Show hier raus in den Verein. Den Rest nehmen wir mit und den Doppelten können wir natürlich auf die Transferliste packen. Und dann geht es natürlich in der nächsten Folge weiter. Also ich packe ihn eben noch kurz auf die Transferliste. Und gehe dann nochmal zum Team und baue nochmal eben die zwei Spieler hier eben ein. Das heißt, hier packen wir den rein und den Torwart noch, also da sehen wir, Chemie geht jetzt so langsam mal richtig runter, gibt den Geist auf. So, und unser anderer Stürmer hier, Keita Ruel, ist wieder fit, der war ja verletzt, mit dem können wir jetzt auch wieder spielen. So, und haben jetzt leider nur noch eine 67er Chemie, aber von der Stärke wieder ein bisschen besser mit 5 Silberspieler. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich endlich los mit den Goldpacks, denn die Top-Partien sind draußen. Dafür gab es dann wieder geile Packs und Game-Packs. Öffnen wir natürlich, beziehungsweise den Inhalt der Packs benutzen wir natürlich auch für diese Pack to Glory. Also bleibt gespannt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!